wir sind eine Mischung aus sehr jungen Leuten. Wir brauchen junge Leute, um die Technologie zu begreifen, um auch die Technologie zu lernen. Da muss man oft anders denken und es funktioniert mit jungen Leuten sehr gut. Und auf der anderen Seite haben wir promovierte Physiker, die 15 Jahre in der 3D-Druckforschung schon tätig waren. Und die bringen auch ein bisschen das Strukturierte, das im Detail arbeiten damit rein. Und das ist eine extrem gute Mischung. Was wir immer versuchen, ist, unsere Kollegen aus der Fertigung mit einzubinden, unsere Kollegen aus der Konstruktion mit einzubinden, weil irgendwann wissen wir genau, die müssen das anwenden. Gedruckte 3D-Teile haben sehr komplexe Geometrien und in der Regel eine hohe Oberflächenrauigkeit. Und hier in der Galvanik nutzen wir chemische Prozesse, um die Oberflächenrauigkeit zu reduzieren, kommen damit auch in komplexe Geometrien und können damit die Dauerfestigkeit des Bauteils verbessern. Mittlerweile, seitdem die begriffen haben, dass wir eigentlich mehr Wertschöpfung zu uns ins Unternehmen bringen, seitdem machen die alles mit, die sind total begeistert und die unterstützen uns auch wirklich, wo sie können.